schwungvoller, beliebter Schlager und die bezaubernde Marianne Holt an der Spitze des großen volkstümlichen Farbfilmes Die Fischerin vom Bodensee. Ein Volltreffer der fröhlichen Laune und des Gemütes. Er führt sie in eine der schönsten deutschen Landschaften, den Bodensee bei Meersburg und Lindau. Maria, du sollst nicht so abweisend sein. Also ich kann's ja verstehen, aber die anderen... Oh ja, die verstehen es wohl. Hast du dir am Ende wirklich den Kopf verdrehen lassen von der... Von der Maria? Ja. Mir den Kopf verdrehen? Mir? Aber was werden deine Eltern sagen? Ich lieb dich doch. Das ist zu viel. Das ist gar nicht so viel, wenn du wüsstest, was alles passiert ist. Das war ja ein ganzer Haufen, eine Häufung von anderen Umständen. Die Tücke des Subjekts war schuld. Die Romantik des Bodensees und die Baumblüte mit all ihrer Farbenpracht umrahmt die ergötzliche Geschichte von der Zähmung einer Widerspenstigen. Kann ich nicht sein, ohne dich, da treib ich eben wie ein Boot auf dem Meere allein. Ohne dich. Im Himmel gibt's kein Bier, drum trinken wir es hier. Gemeinheit, sich solche Strafen auszudenken. Überhaupt, wo wir so viel für dich getan haben. Ach, euch kommt es ja nur darauf an, uns Fischer zu ruinieren. Oder verkauft ihr die Fische vielleicht aus Nächstenliebe unter dem Preis? Meine Brieftasche ist weg, meine Alimente. Meine Fremde sind auch weg. Ja, das sind Ketcher, meiner Herr Kommissar. Das ist doch keine Blödsinn, Mann. Wir sind doch bestohlen, Polizei. Ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich, da treib ich eben wie ein... Marianne Holt und Gerhard Riedmann als das trotzige Paar, das sich zueinander rauft. Annie Rosar und Joe Stöckel in urwüchsiger Komik. Und die Geschwister Günther als ausgelassene Backfische bieten ihnen die Unterhaltung, die sie sich wünschen.